In diesem Video zeigen wir euch, wie man bei einem N46 die Ventildeckeldichtung erneuert. Mögliche Symptome für eine defekte Ventildeckeldichtung sind zum Beispiel unruhiger Motorlauf oder wenn es einfach überall sichtbar heraussifft. Für diese Operation muss zunächst der Zündspulendeckel abmontiert werden. Wie das geht, seht ihr im verlinkten Video. Als erstes lösen wir die Schraube der vom Fahrer aus rechten Domstrebe mit Hilfe eines E14 Außentorx-Schlüssels. An der Stelle, an der die beiden Domstreben zusammenlaufen, die Abdeckung entfernen und die darunterliegende Schraube mit einem E18 Außentorx-Schlüssel lösen. Mit einer Hand die Gummitülle der Domstrebe fixieren, sodass sie nicht rausrutscht, und mit der anderen Hand die Domstrebe langsam herausziehen. Als nächstes alle Zündspulen ausbauen und den Stecker für den Exzenterwellensensor entfernen. Es lohnt sich, die Steckverbindung für den Exzenterwellensensor genau anzuschauen. Wenn dieser verölt ist, kann man ihn zum Beispiel mit Bremsenreiniger reinigen. Links und rechts neben dem Stellmotor befinden sich noch zwei Erdungsschrauben. Diese können mit einer Achternuss entfernt werden. Jetzt den Valvetronic-Motor abstecken und die Zündleiste nach oben ausklipsen. Hinten rechts am Motor muss ein Schlauch noch ausgehakt werden, den anderen an den geriffelten Stellen zusammendrücken und dann herausziehen. Jetzt kommt der spaßige Teil. Die Schrauben müssen nämlich in genau dieser Reihenfolge gelöst werden, beginnend bei der 1. Das geht mit einer Ratsche und einer Zehnernuss und bei den schwierigeren Stellen mit einer Ratsche, einer Zehnernuss, einer Verlängerung und einem Gelenk. Jetzt noch die Abdeckung für den Luftansaugtrakt entfernen, dafür die 4 Schrauben mit der Zehnernuss lösen und die Abdeckung wegheben. Jetzt könnt ihr den Ventildeckel herausfriemeln. Dabei etwas aufpassen, an dem ersten und dem vierten Zylinder sind die Zündspulen durch Plastikholme geschützt. Diese sind nur gesteckt und fallen oftmals heraus und verschwinden dann im Motorraum. Am besten ihr passt auf, dass euch das nicht passiert. Den Ventildeckel herauszubekommen ist oft nicht einfach. Wenn er feststeckt, dann versucht ihr mit irgendwas Dünnem aus Plastik zu lösen. Und bewahrt einfach Ruhe und lasst euch Zeit oder lasst euch von einer zweiten Person dabei helfen. So, wenn der Deckel draußen ist, erstmal die äußere und die innere Profildichtung herauslösen. Man sieht richtig, dass diese schon bröckelig und spröde sind und dringend ausgetauscht werden müssen. Dann die neuen und noch schön geschmeidigen Profildichtungen in die passenden Profile einsetzen. Danach die herausgefallenen Schrauben wieder von unten in die Dichtung drücken. Die Schrauben haben zwei verschiedene Längen, aber ihr werdet es merken, wenn ihr eine zu kurze Schraube in der Hand haltet. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann verbaut erstmal alle kurzen Schrauben und die, die nicht richtig halten, werden am Ende durch eine lange Schraube ersetzt. Neben den eigentlichen Ventildeckeldichtungen werden bei jedem Ventildeckeldichtungstausch auch noch andere Dichtungen getauscht. Diese sind dann meistens im Dichtungspaket enthalten, unter anderem für die Zündspulendome. Deswegen bauen wir die beiden nun aus und ersetzen dort die Dichtungen. Hier aufpassen, die beiden Dichtringe haben verschiedene Größen, also wieder die richtige Größe an den richtigen Platz. Wenn die Ringe montiert sind, ein bisschen mit dem verbleibenden Öl einstreichen, dass sie sich besser setzen können. Und wieder rein damit. Drücken, bis sie sich spürbar setzen. Bevor der Ventildeckel draufkommt, müssen wir noch an allen Halbmonden einen Klecks BMW 3-Bond-Dichtmasse platzieren.
Auch wenn man auf den Videos nicht alle sieht, ist es wichtig, dass man von jedem Halbmond beide Seiten mit dieser Dichtmasse behandelt. Jetzt den Ventildeckel wieder richtig positionieren und dabei Ruhe bewahren. Das kann einige Zeit dauern, bis man den wieder an die richtige Position gebracht hat. Dabei auf zwei Dinge achten. Erstens, dass die Zündspulenholme nicht umkippen im Motor. Und zweitens, hinten rechts am Motor, der Halbmond, der verfängt sich oft in der Ölleitung der Valvetronic und klappt dann so nach innen um, dass man es nicht bemerkt und der Motor dann erstens Falschluft zieht, also extrem unrund läuft, und zweitens er eine Menge Öl verliert. Also darauf besonders achten, dass diese Halbmonde richtig sitzen. Das kann man ganz gut ertasten. Wenn der Deckel sitzt, die Schrauben in dieser Reihenfolge wieder anziehen. Erstmal nur ganz leicht und danach nochmal in dieser Reihenfolge mit 10 Newtonmeter Anzugsmoment. Jetzt gibt es noch eine Sache zu erledigen, und zwar das Dichtelement für den Exzenterwellensensorstecker auszutauschen. Dazu die beiden Schrauben mit einer Zehnernuss lösen und das Dichtelement einfach abnehmen. Wie man sehen kann, war das bisherige Dichtelement ohnehin schon beschädigt. Das neue Element mit der geriffelten Seite nach unten auflegen und festziehen. Jetzt bereiten wir den Motor für einen kleinen Teststart vor. Zunächst die Erdungsschrauben wieder festschrauben auf beiden Seiten. Am besten man führt die Schraube erst durch diese kleine Öse und drückt dann beides zusammen gegen das Gewinde und schraubt es rein. Anschließend zuerst die Stromleiste wieder einklipsen, indem man sie runterdrückt, dann den Valvetronic-Stellmotor anstecken, die Zündspulen montieren und hinten rechts den Anschluss für die Gehäuseentlüftung anstecken. Außerdem natürlich temporär den Öldeckel wieder festschrauben. So, jetzt die Zündung ein, aber den Motor noch nicht starten und etwa 10 Sekunden warten. Dadurch stellt sich die Valvetronic neu ein, was sich durch ein hörbares Klacken aus dem Motorraum bemerkbar macht. Gut, wenn der Motor gestartet ist, ein paar Minuten laufen lassen. Wenn jetzt komische Geräusche auftreten, dann sitzt die Dichtung mit höchster Wahrscheinlichkeit irgendwo nicht richtig und der Motor zieht Falschluft. Außerdem wichtig, mit der demontierten Domstrebe nicht losfahren. So, wenn alles gut gelaufen ist und der N46 so gut klingt, wie er im Leerlauf eben gut klingen kann, die Blende für den Luftansaugtrakt remontieren und mit den vier Schrauben befestigen. Bevor es an die Domstrebe geht, können wir jetzt noch den Ventildeckel aufsetzen, was eben deutlich einfacher geht, wenn die Domstrebe entfernt ist. So, zum Schluss die Domstrebe wieder einfädeln und erst unten und dann oben festschrauben. Noch was zu den Schrauben: Die beiden Schrauben müssen ersetzt werden und dann die untere Schraube mit 40 Newtonmeter angezogen werden und dann nochmal die Ratsche 60 Grad weiterdrehen. Die obere Schraube muss auch ersetzt werden und mit 100 Newtonmeter und dann nochmal 100 Grad weiterdrehen festgezogen werden. Einige Werkstätten handhaben es so, dass sie die Schrauben wiederverwenden. Wie ihr das handhaben wollt, das bleibt dann euch überlassen. Aber BMW empfiehlt eben, die Schrauben zu ersetzen. Jetzt noch die Abdeckung der oberen Domstrebe wieder draufdrücken und dann, wie im verlinkten Video, das Auto komplettieren. So, ich hoffe, euch hat das Video geholfen und gefallen. Wie immer sind Teile, Werkzeuge und benötigte Drehmomente in der Beschreibung zu finden. Und wenn ihr eine Frage habt, dann stellt sie doch einfach als Kommentar und ich schaue, ob ich euch helfen kann. Ciao und bis zum nächsten Mal.